Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, hier ist ein bisschen das Chaos ausgebrochen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich für Reni ein Weihnachtspäckchen packen möchte. Und ja, ich ein bisschen im Stress bin, weil ich das heute noch wegbringen muss, damit es rechtzeitig an Heiligabend da ist. Ich habe so eine Backsession gehabt, da habe ich ein paar Zimtsterne gebacken und viele sind verbrannt, so wie dieser hier. Und da dachte ich mir, da kann man doch so einen richtig schönen Schmuck draus machen, so. Ist doch hier so ein mega hübsches Collier. Das kann Reni sich dann so umbinden, wenn sie dann mal irgendwie, keine Ahnung, auf den Ball geht oder so. Keine Sorge, Leute, das ist natürlich hier nicht mein schönstes Geschenk. Mein schönstes Geschenk werden abgekaute Zehennägel sein, aber dazu kommen wir später noch. Für einen glamourösen Auftritt. Sagen. Immer sind alle Sachen, die ich zusammenschneide, zu klein. Das regt mich so auf. Es geht immer schief. Mann! Also hier habe ich eine Kerze. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sind so ganz, ganz kleine Elche oder auch Rentiere drauf. Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll. Habe ich da ein bisschen bemalt mit so Flüssigwachs. Das kann man im Bastelbedarf kaufen. Dann habe ich hier so ein paar ganz süße Püppchen. Die habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Einmal haben wir den kleinen Eckbert und die kleine Reni. Ich finde die so süß. Ich habe davon auch welche und meine Mutter hat auch welche. Und als ich klein war, durfte ich mir jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt ein Püppchen von unserem Tannenbaum aussuchen. Dann habe ich hier ein paar Lebkuchenmännchen. Weiß nicht, ob man das richtig sehen kann. Die hatte ich auch gebacken. Da werde ich wahrscheinlich auch noch ein Video zu hochladen. Ob ich das tatsächlich hochlade, weiß ich nicht, aber vielleicht. Und dann habe ich hier ein paar Nutella-Proben, weil ich will gerade Nutella sagen, weil Reni immer mal Nutella essen wollte, aber hier so ein großes Glas halt zu viel ist. Dann habe ich hier ein paar selbstgebackene Zimtsterne. Da habe ich Reni ein bisschen ausgetrickst. Ich habe ihr erzählt, dass alle verbrannt sind. Obwohl mir nur, keine Ahnung, so 80% oder so verbrannt sind. Aber das sind die nicht verbrannten. Da sind noch welche übrig geblieben und die kriegst du jetzt alle. Dann habe ich hier noch einen einzelnen Zimtstern. Den kriegt Eckbert. Da habe ich hier so eine mega coole Karte gekauft. Erleuchtung zum Fest. Finde deine innere Mitte und belohne dich mit einem Zimtstern. Ich finde die ist einfach mega geil. Ich finde die so witzig. Echt cool. Und dann natürlich, es ist ja witzlos, wenn es dazu kein Zimtstern gibt. Dann, was habe ich hier noch? Nochmal Lebkuchen. Der sieht ein bisschen krüppel aus. Der muss auch noch ein bisschen weich werden. Aber hoffentlich schmeckt der. Ich habe ihn nicht probiert. Ich verschenke es jetzt einfach mal. Und hier noch ein bisschen Deko-Lebkuchen. Da hatte ich auch noch Tannenbaumanhänger so gebastelt. Die habe ich gestern verziert, aber die sind nicht getrocknet. Und ja, es ist halt noch total weich und die würden total schrecklich dort ankommen. Also total entstellt und so. Ich glaube, ich hole euch einfach mal kurz ein und zeige euch das in der Kamera, wie die ausgesehen hätten. Hier ist so ein Stiefelchen. Das kann man so an Tannenbaum hängen. Und dann hier noch ein Bäumchen. Hier immer Löcher, damit man auch eine Schnur durchziehen kann. Und hier ein Lebkuchenmann, da hätte man hier so eine Schleife um den Bauch binden können und das dann da dran an den Baum hängen können. Ja, und das ist halt leider alles noch sehr weich. Das finde ich sehr schade, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich den Guss so dick gemacht habe und ja, es darum halt ziemlich lange zum Trocknen braucht. Nicht wundern, dass ich noch ein bisschen irgendwie nicht ganz da bin. Es ist ja, ich bin gerade erst aufgestanden, habe dann irgendwie eine halbe Stunde lang hier so ein Langarm-Shirt gebügelt und ja, jetzt sitze ich hier und packe das alles ein. Das Langarm-Shirt ist dies hier mit Lebkuchenmännchen. Haha, haha, auf beiden Seiten von vorne und zurück. Und dann habe ich hier auch noch ein kleines Lebkuchenmännchen reingemacht. Ich weiß immer nicht, ob man das in der Kamera sieht oder ob das zu klein ist. So, dann habe ich hier noch eine Karte. Die habe ich selbst gebastelt für die. Ah, Fotoalbum. Ich habe ein Fotoalbum gekauft und da Bilder von mir reingeklebt. Das kriegt Reni auch noch. Und dann habe ich auch noch hier so eine Silvestertüte. Die dürfen sie erst Silvester öffnen.
Da sind so ganz viele Kleinigkeiten drin, wie Bleigießen. Dann habe ich da noch so Knicklicht darauf geklebt. Dann habe ich hier zwei Partyhütchen. Ich habe auch noch... Aua, das tat gerade weh. Dann habe ich hier noch Luftschlangen. Können sie denn auch noch hier so... Okay, es geht gerade nicht. Und einmal Knallerbsen. Knallerbsen dürfen Silvester einfach nicht fehlen. So. Dann werde ich das jetzt mal einpacken, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. So, Leute. Ich habe inzwischen das meiste eingepackt. Wie ihr sehen könnt, hier sind ganz viele kleine Päckchen. Und was mir jetzt noch fehlt, ist dieses Langarm-Shirt, was ich halt für Reni bemalt habe. Da sind auch leider ein paar Flecken drauf. Das ist beim Bügeln passiert. Das ist sehr schade, aber ich hoffe, dass es ihr trotzdem gefällt, weil ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben habe. Und hier diese kleinen Männchen, die muss ich auch noch einpacken. Da habe ich in den letzten Tagen hier so ein bisschen Packpapier bemalt. Einmal hier mit kleinen Geschenken. Und hier habe ich mit Glitzerkleber ein paar Schneeflocken drauf gemacht. Und das werde ich jetzt noch einpacken. Es ist immer Chaos. Immer ist Chaos hier. Ich wollte eigentlich noch vor euch aufräumen, aber da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Einpacken. Oh, das sieht aber süß aus, oder? Oh, ich finde das so niedlich. Ich würde das am liebsten behalten. Hier sind die Zimtsterne drin. Hier ist die Kerze drin. Hier ist der wunderschöne Zimtstern weiterverarbeitet zum Collier drin. Also, da muss ich sagen, das ist eine Meisterleistung von mir. Da habe ich Stunden dran gesessen. Also, wenn sie das nicht wertschätzt und trägt, da weiß ich auch nicht mehr. Schreibe ich jetzt auch noch mal was drauf. 1000 lange Arbeitsstunden. Wo kann man das gut hinkleben? Auf die Rückseite. Nein! 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 So, dann packe ich jetzt das Highlight ein. Oh, ich finde das so schön. Ich würde es am liebsten selber behalten. Echt, ich finde das richtig geil. Aber... geteilte Freude ist doppelte Freude. Und wenn Reni sich freut, dann freue ich mich auch. Also Leute, ich weiß, es sieht jetzt nicht so gebügelt aus, obwohl ich es gebügelt habe, aber habt Mitleid mit mir. Ich kann das nicht. Ich bin einfach keine geborene Hausfrau. Ich mache es einfach so, ich trage meine Unterhose ein Jahr und dann schmeiße ich die weg. Dann brauche ich sie nicht waschen. Hey Leute, nicht wundern, dass die Kameraeinstellung jetzt wieder anders ist. Ich habe jetzt hier auch schon alle Sachen in den Karton geräumt. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz schnell, wie ich das Langarmshirt verpackt habe. So, hier ganz schlicht mit einer roten Schleife, aber ich finde es wirklich sehr schön. Und jetzt muss ich mich leider wirklich, wirklich, wirklich beeilen, damit das noch rechtzeitig bei der Post ist. So Leute, ich habe jetzt das Päckchen weggebracht und ich habe nochmal nachgefragt. Und voraussichtlich kommt es tatsächlich Heiligabend rechtzeitig an und das ist voll cool.